Ja, war es das jetzt mit der Korrektur? Haben wir gestern die Tiefskurse im DAX gesehen? Die Chinesen, das habe ich immer gesagt, haben relativ viel Potenzial noch. Mindestreservesätze senken, Zinsen senken. Das alles kann natürlich eine Wirtschaft ankurbeln und wirkt auch positiv auf den Aktienmarkt. Die Nachricht heute hat natürlich erstmal den psychologischen Effekt, dass es zu einer Erleichterung führt bei den Kursen. Die Angst lässt nach, dass China völlig zusammenbricht und ein Teil der Kursverluste von gestern ist nun wieder aufgeholt. Also wenn man den DAX sieht, eigentlich, wenn man den 22 Uhr Schlussstand vom Freitag nimmt, ist von den gestrigen Verlusten, die ja bis auf 9.300 oder gut 9.300 runterging, wieder ausgebügelt. Jetzt haben wir aber natürlich ein schönes Aufwärtsgap heute Morgen hingelegt, denn die Futures waren ja bereits im Plus, aufgrund dessen, dass es zu einer Erholung in Fernost kam. Und deswegen, ja, ist die Frage, macht er dieses Gap erstmal nochmal zu? Grundsätzlich geht nach einem solchen Absturz, geht es in der Regel nochmal nach unten, bevor dann die Erholung kommt. Das ist wohl wahr. Wenn wir uns allerdings auch an den August-Einbruch erinnern, da ging es auch runter, relativ deutlich, dann aber gleich auf 10 hoch. Dann danach wurde dann das Gap zugemacht, aber erst eben in dem Oktober-Einbruch. Und da hatten wir dann ja Meldungen, da war damals dann als Begründung hergenommen worden, dass irgendwo ein Ebola-Fall aufgetreten sei. Und als da der Ausverkauf durch war, zogen die Kurse nur noch nach oben. Ich hatte damit gerechnet, dass es nochmal zu so einer Art Doppeldip kommt sozusagen. Dazu kam es nicht. Ist das diesmal wieder so? Ist das Kennzeichen unserer Börsen von heute, dass es möglicherweise eben runtergeht, wie an einer Schnur sozusagen, wie an einem Bungee-Seil und dann sofort wieder nach oben? Alles zu verkaufen ist gefährlich. Ich bin damit auf die Nase gefallen damals. Ich tendiere allerdings in dieser Korrektur dazu, dass eher das alte Muster da ist, dass wir nochmal runtergehen, dass wir das Gap auch nochmal zumachen, bevor die Erholung kommt. Was aber auch immer passiert, ob nun Doppeldip oder nicht, es gibt momentan keinen Grund, warum plötzlich große Marken wie H&M, die Aktie besitze ich seit dem Jahr 2000 und habe damit schöne Erfolge gehabt. Und viele andere, Sarah ist hier schräg gegenüber von mir, gehört zu Inditex. Ich bin in der Hamburger Innenstadt momentan. Es gibt keinen Grund, warum plötzlich diese Unternehmen 30-20% weniger wert sein sollen als noch vorher. Börse ist Psychologie, die Psychologie schlägt momentan zu und derjenige, der die mentale Stärke hat, die billigen Kurse zum Einstieg zu nutzen, der liegt sicherlich vorne. Als Investor, was soll ich als Trader machen? Ja, da ist es nicht einfach. Weite Stops, würde ich sagen, oder enge Stops und davon dann eben ein paar platzieren und ein paar Mal verlieren, bis dann vielleicht ein Ding aufgeht in die richtige Richtung. Denn bei solchen Märkten ist es eben relativ schwer, wenn man längerfristige Positionen hält, mit Leverage, die auch durchzuhalten. Da wird man schnell ausgestoppt.